Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. So, wir haben ein Fragezeichen. Warte, ich gehe hier genug, raus. Um die Kleinen satt zu kriegen. Alle Hexen, die einfach ja. So, hier gibt es wahrscheinlich einen Schatz, würde ich mal schätzen. Ein Schatz würde ich schätzen. Die sieht so aus, oder? Die Fässer da, die sehen sehr verdächtig. Schmugglerversteck. Ja, okay. Angel. Oh, nice. Nice, nice. Hey, hey, hey. Schön. Das war aber viel Stuff. Krass. Hab ich die bekommen? Irgendeine Reliktrüstung. Nein. Will ich nicht ausrüsten. Aha. Ich, ja, so komischer Kram. Okay. Sonst nichts Wichtiges, hä? So. Hallo Elf. Bitte sei nett zu mir. So. Also, wir wollten diese Folge irgendwas machen. Genau, die ganz normale Hauptquest weiter. So, ich wollte aber erstmal gucken. Wir haben hier die neue Stadt erkundet. Also, was heißt erkundet, aber... So, uns fehlt noch das hier unten. Und die vier, die mache ich aber jetzt nicht. Ich reise jetzt erstmal. Und zwar wieder mal nach Krähenfels. Schade, dass ich nicht direkt hinreisen kann. Schön. So. So, dann geht's zurück zum Baron. Wir haben ja Tamara schon gefunden gehabt. Schau mich nicht so an! Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Ich würde zwar gerne wissen, was... Ich habe gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Wie wär's mit einem Kuckab? Schnauze. Zeig mir deine Waren. Hast du irgendwas Interessantes? Oh, ein Questbuch. Nice. Habe ich sofort gekauft. So. Alles sortiert. Zack, schön. Schön, sortiert. Ciao. Leb wohl. Wir haben irgendwie eine Quest aktualisiert. Was hat der denn für Probleme? Hi. So. Wir haben wieder auf jeden Fall ziemlich viele Quests bekommen, nachdem wir diese Anschlagsplatte alle abgelootet haben. Das sind schon einige. So, ich rede mal gerade mit ihm hier. Moin. Wie kann ich? Du kannst mir helfen, indem du... Was hast du im Angebot? Ich. Du bist ja der... Ach, der ist nur Rüstungsschmied? Nee. Der kann auch Waffen schmieden, oder nicht? Ist doch ein Meisterschmied. Nee, ist nur ein Geselle. Nee, ich brauche eigentlich Waffen. Oh, eins kann ich kaufen, das kann ich kaufen. Aber er hat hier schon schönen Stuff dabei, ne? Also, was hat er hier für Bücher? Schon gelesen? Schon gelesen, okay. Brauche ich also nicht wirklich. Stufe 12 ist aber schlecht als die, die wir gerade haben. Ein Hemd. 121. Ja. Ah, warte, wir haben hier die zerlegen. Genau. Was bringt mir das Wolf? Einen kompletten Rubin bringt mir das.
Tja, dann. Oder verkaufen. Das kann man natürlich auch machen. Das bringt mir alles nichts. Was bringt mir das hier? Seide. Kann ich aber auch gut verkaufen. Was bringt mir Leinen? Kann ich aber auch gut verkaufen. Das kann ich auch gut verkaufen. Ist das hier? Den kann ich. Oh ne, hier. Gegerbtes Drakonidenleder. Das ist ziemlich wertvoll. Und Dunkeleisenerz. Ja, kann ich aber auch verkaufen. Kann ich alles verkaufen. Drakonidenleder finde ich sehr wertvoll. Ja, kann ich alles verkaufen. Er hat ja genug Geld, hä? Die ganzen. Ah, die kann ich gar nicht zerlegen, die eine Rüstung. Ah, okay, dann kann ich die nur verkaufen. Dann tschüss. Ja, weg. Ja, bringt mir eh nichts. So. Bisschen sortieren. So, das Wolf kann ich verkaufen. Ja, dann verkaufen. Nein! Das Wolf wollte ich nicht verkaufen. Nein! Kann ich es zurück? Ja, jetzt kostet es 1000. Scheiße, ich wollte das zerlegen, weil da ein Rubin drin war. Ich wollte das nicht verkaufen. Ach Mist. Da haben wir uns einen Rubin durch die Lappen gehen lassen. Damn. Mist. Scheiße. Mist. Mist, 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 Mist. Egal. Ciao. Leb wohl. Der Weidela bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Zu Reuseninsel, ne? Okay. Da waren wir ja schon ewig nicht mehr. Neue Quest, Alter, neue. Oh, weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier. Zum Dank. Oh, danke schön. 20 Geld, ja geil, danke. Du siehst aber schlimm aus. Stallmeister. Sie fordert es ja heraus. Das ist der Wille, der, wenn sie den Männern das Haus bezahlen wird. Barönchen. Sag euch, wo bist du? Du bist draußen, ne? Ja, okay. Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Was ist denn? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Gönn mir mal, ne? Brauch die. Ist wichtig für die, für deine Tochter und deine Frau.
Hokus Pokus. Hey. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Ah. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Ich habe sie gesehen und gesprochen. Ich soll dir sagen, dass sie wohlauf ist. Wann kommt sie nach Hause? Und dass sie nicht zurückkommt. Sie kommt nicht zurück? Aber alles ist für sie vorbereitet. Ihre Gemächer warten. Es kommen neue Pantoffeln aus Toussaint. Wie kann sie nur? Je eher du es hinnimmst, desto besser. Sieh's ein, du warst nicht der beste Vater. Das war ich nicht, das stimmt. Aber ich will ein anderer werden. Wenn sie nur zurückkäme, alle beide. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Sie ist in Ochsenfurt, sagst du? Vielleicht ist sie noch da und hört mich an. Versuch es. Mach dir nur nicht zu große Hoffnungen. Ich muss es versuchen. Ohne sie und Anna ist alles sinnlos. Es gibt nichts zu verlieren. Was ist denn übrigens mit meiner Annie? Hast du was erfahren? Die habe ich noch nicht, aber ich bin hier auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ah. Wo kommen, können wir ja sagen. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich bin keine Hexerin? Doch, bin ich wohl, oder? Ja, ich bin die Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du,
manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd, das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Na, du machst aber ein düsteres Gesicht. Zu feige, um gegen eine Frau anzutreten? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Also das Pferd ist wertvoller, glaube ich. Das Schwert kann ich nur mit mir neu machen. Viele nördlich Sphären Sonnenaufgang. Schön. Appelhäschen. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Jo, bin ich. Wer zuerst beim Turm ist. Ah. Aufsteigen. Gerne. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Ah, Hilfe, nein! Alter, diese scheiß Altrastfunktion. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Schneller. Darf ich eigentlich eine Abkürzung geben? Das ist ein Monster. Ich nehme keine Abkürzung. Ich nehme doch keine Abkürzung. Schwert gehört mir! Nein. Das werden wir ja sehen! Haha! Aha! Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Oh oh. Noch eine Chance zu gewinnen. Muss ich jetzt kämpfen? Oh oh. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. War ja klar. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Spielen wir gewinnt? Ach, das ist die Quest, ne? Du arbeitest mit Nilfgaardern? Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch.
Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Ja, dann tschüss. Bis dann. Deiner Luxusbude hier. So. Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief in... Nein, hab ich nicht. Hol den Sonderling raus. Das bist ist der Keller. Das ist schon... Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. So, hier raus. Dieser tschüss. Ja, tschüss. Au. Hey, was ist mein... Meine Esssachen sind weg. Warum? Ah, jetzt sind sie wieder da. Okay. Hä? Lul. What is this? Oh, hier könnten wir noch was reintun, ne? Oh, Igni. Ich bin ins Dorf wegen der Steuern und so. Der hat ein Mädel durchgenommen. Also hat der was hast du hier zu suchen, du Streuner? Das war ein Käse. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nee, das ist nicht das Richtige. Ich bin doch hier dran. Warum? Untersuche alle verbleibenden Spuren und Fehlen. Okay, wo muss ich da hin? Wo muss ich denn da hin? Untersuche alle verbleibenden Spuren und Fehlen und finde die Frau des Barons. Ja, und wie? Wo muss ich denn dazu hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hä? Untersuche alle verbleibenden Spuren und wählen. Finde die Frau des Barons. Ja, aber wie denn, wenn mir nichts angezeigt wird? Es sei denn, es ist nicht hier. Doch, wählen. Ich gehe nach Kaer Morhen, ne? Ich muss noch wählen, aber ich kann hier nichts machen. Hier hat mir nichts angezeigt. Zerhüt und sprich mit dem Jungen, ne? Reise die Skellige, scheiter auf den Norwegrad. Das Ahnenfest. Ja, dann machen wir das hier halt. Weil irgendwie geht das nicht. Meisterlicher Rüstungsschmied. Okay. Meister, Schwerter und Knödel. Aha, 24, alles klar. Okay. Charakter, was haben wir hier? Neuer Punkt verfügbar. Hier ist dieses Feuerdingsbums, aber wir haben eh noch nicht die nächste Stufe freigeschaltet. Höhe 50 Vitalität. Angriffskraft, 5, 5, 5.
5, okay, das ist nichts. Könnten wir denn hier einsetzen? Also hier hätten wir Vitalität, das wäre natürlich interessant. Ja, hier ist noch dieses Öl-Dingsbums. Ja, der Rest ist eigentlich absolut. Ah, uninteressant. Magische Falle. Ein aktiver Schild, das sind aufrechte Hölle, das blockieren soll, kostet Ausdauer. Aha. Marionette. Trifft alle Gegner im Umkreis. Oh. Kontinuierlichen Feuersturm. Eigentlich cool, ne? Kontinuierlichen Feuersturm. Aber ich hätte jetzt irgendwie gerne. Was hier? Rezessionsschläge. Mehr Damage. Können wir irgendwas herstellen? Trinker. Verbessertes schwarzes Blut. Okay. Vollmond. Dunkle Essenz. Zwergenschnaps 146, Alter. Alkohol. Substanzen. Aus Muttern gehen. Grünes Muttern gehen. Rubedo. Da fehlt mir noch diese weiße Möwe. Die weiße Möwe. Basilisken, komm. Mach das auch noch. Handwerk, kann ich eh nichts machen hier. Jo. Also machen wir danach wieder eine normale Quest. Mit der Reuseninsel. Perfekt. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.